Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 79. Die Neujahrsvorsätze der Deutschen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr gut in das neue Jahr 2023 gestartet seid. Ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr reingerutscht seid, wie man auf Deutsch so schön sagt. Ich selbst bin gut ins neue Jahr reingekommen. Am Silvesterabend habe ich mit ein paar Freunden zusammen etwas gegessen, ein bisschen auch was getrunken. Wir haben auch zusammen Dinner for One geschaut und um kurz vor Mitternacht sind wir dann rausgegangen mit ein paar Gläsern in der Hand, haben dann angestoßen, uns ein frohes neues Jahr gewünscht und ein bisschen das Feuerwerk angeschaut und dann relativ schnell sind wir dann wieder nach Hause gegangen. Am Anfang hatten wir noch die Idee, vielleicht in den Club zu gehen, tanzen zu gehen, ein bisschen Party zu machen, aber irgendwie waren wir dann doch zu müde. Vielleicht ist das so, wenn man fast Mitte 30 ist, dass man dann für solche Sachen weniger Energie irgendwann hat. Aber hier sind wir im Jahr 2023, ein neues Jahr. Und traditionell ist es so, dass viele, viele Menschen überall auf der Welt und auch in Deutschland diesen Zeitpunkt nutzen, um Neujahrsvorsätze zu formulieren. Neujahrsvorsätze, was ist das? Das heißt, man setzt sich hin und denkt darüber nach, was man in seinem Leben verändern möchte im neuen Jahr. Was war vielleicht im letzten Jahr nicht so gut? Welches Verhalten war nicht optimal? Was möchte man ändern? Diese Dinge, die man sich dann vornimmt, die man verändern möchte, sind die Neujahrsvorsätze. Und in dieser Folge möchte ich ein wenig über die Neujahrsvorsätze der Deutschen sprechen. Es gab nämlich eine Studie, eine Umfrage zu den Neujahrsvorsätzen für das Jahr 2023, eine repräsentative Umfrage. Und die Ergebnisse sind ziemlich interessant und werden euch vielleicht überraschen. Also, seid ihr bereit? Dann los geht's! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man mich fragen würde, hey Patrick, was denkst du, was sind die Neujahrsvorsätze der Deutschen? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, mehr Sport treiben, ins Fitnessstudio gehen, abnehmen, weniger Alkohol trinken, gesünder essen. Ich denke, das würde ich antworten und das würde ich bei den Antworten ganz oben erwarten. Aber so ganz stimmt das nicht, denn es gab eine Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK Gesundheit und in dieser Umfrage wurden Deutsche befragt. Was sind ihre Neujahrsvorsätze für das Jahr 2023? Und diese Ergebnisse möchte ich euch vorstellen. Insgesamt gibt es 13 Punkte und ich werde vom niedrigsten Wert bis zum Top-Wert gehen und das vielleicht ein bisschen kommentieren. Auf Platz 13 finden wir Rauchen aufgeben. 9% der Deutschen haben gesagt, dass sie aufhören möchten zu rauchen im neuen Jahr. 9%. Das finde ich interessant, denn diesen Neujahrsvorsatz hätte ich viel weiter oben erwartet. Ich hätte erwartet, dass viel mehr Menschen diesen Neujahrsvorsatz haben. Aber tatsächlich sind es nur 9% und es findet sich auf Platz 13 in der Umfrage. Vielleicht liegt das auch daran, dass von Jahr zu Jahr immer weniger Leute rauchen. Auf Platz 12 mit 16% haben wir dann weniger Alkohol trinken.
Das finde ich auch interessant, denn auch diesen Wert hätte ich viel weiter oben vermutet. Ich hätte gedacht, dass viel mehr Menschen sagen, dass sie im Jahr 2023 weniger Bier, Schnaps oder Wein trinken wollen. Aber nur auf Platz 12. Platz Nummer 11. Weniger Fernsehen. 20% der Deutschen wollen im neuen Jahr weniger Fernsehen. Das ist auch relativ wenig, finde ich. Statistisch gesehen ist es so, dass Deutsche nämlich viel Fernsehen schauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass den meisten Deutschen nicht bewusst ist, dass sie zu viel Fernsehen schauen und dass das vielleicht auch nicht so gut ist. Und wenn man nicht weiß, dass es nicht gut ist, will man es vielleicht auch nicht ändern. Das wäre meine Vermutung. So, jetzt kommen wir in die Top 10. Jetzt kommen wir zu den 10 meistgenannten Vorsätzen. Platz 10. Weniger Handy, Computer und Internet. Wie viel Prozent der Deutschen haben das genannt? Das haben 31% der Deutschen genannt. Das hätte ich vielleicht auch ein bisschen weiter oben vermutet. Aber 31% ist auch nicht wenig. Und ich glaube, vielen Menschen ist bewusst, dass sie zu viel vor dem Bildschirm sitzen oder zu oft ihr Smartphone in der Hand halten. Auf Platz 9 haben wir da den Klassiker, Abnehmen. 33% der Deutschen wollen Gewicht verlieren im Jahr 2023. 33%, ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen weiter oben vermutet, wobei es sind ja nicht alle Menschen dick oder übergewichtig oder haben ein paar Kilo zu viel. Also sind 33% der Deutschen insgesamt doch relativ viel, weil das wahrscheinlich ein Großteil der Menschen sind, die ein paar Kilos zu viel haben. Dann kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, finde ich. Denn sowas wie weniger Alkohol trinken, weniger Fernsehen abnehmen, das sind ja alles Neujahrsvorsätze, die ein bisschen egoistisch sind vielleicht, die nur einem selbst nützen. Also andere haben da nicht unbedingt einen Vorteil von. Das ist anders beim nächsten Punkt, nämlich weniger Fleisch essen. 34% der Deutschen sagen, sie wollen weniger Fleisch essen im neuen Jahr. Klar, das kann auch egoistisch sein, es kann gesund sein, weniger Fleisch zu essen, aber ich denke, dass hier auch die öffentliche Debatte in Deutschland eine Rolle spielt. Denn seit vielen, vielen Jahren wird öffentlich immer wieder diskutiert, wie schlecht, wie schädlich Fleischkonsum für die Umwelt und für das Klima ist. Und viele Menschen wissen das, dass es nicht so gut ist, viel Fleisch zu essen. Aber es fällt ihnen natürlich schwer, kein Fleisch mehr zu essen oder es zumindest zu reduzieren. Deswegen 34%, die weniger Fleisch essen wollen, bemerkenswert. Auf Platz 7 in der Umfrage finden wir den Punkt sparsamer sein. Das ist dann vielleicht eher wieder ein Punkt, wo man an sich selbst denkt, an die eigenen Finanzen, an das eigene Konto, an das eigene Portemonnaie. Ja, geht mir auch so. Oft denke ich, ich gebe zu viel Geld aus. Ich sollte sparsamer sein. Ich sollte weniger Geld ausgeben. 40% der Deutschen sehen das genauso. 53% der Deutschen wollen sich im neuen Jahr gesünder ernähren. Über die Hälfte der Deutschen. Wow, ganz schön viel, oder? Wobei ich sagen muss, dass es natürlich sehr unklar ist, was ist gesünder ernähren. Wahrscheinlich hat jeder da so ein bisschen seine eigene Definition für. Aber das ist ein Neujahrsvorsatz, den ich erwartet habe. Und es überrascht mich nicht, dass 53% der Deutschen das sagen. 54%, 1% mehr, sagen dann, mehr Zeit für mich selbst. Ja, es gibt auch diesen modernen Begriff aus dem Englischen heutzutage, Me-Time. Man möchte mehr Zeit für sich selbst haben. Ja, weil man vielleicht zu viel arbeitet, zu gestresst ist. Über die Hälfte der Deutschen möchte öfter mal abschalten. Platz 4. Mehr bewegen und Sport.
61% der Deutschen wollen sich mehr bewegen und mehr Sport treiben im neuen Jahr. Ich glaube, das muss man nicht viel kommentieren. Ein Klassiker, den man auch ganz oben bei den Neujahrsvorsätzen erwartet. Und das passt ja auch gut zusammen mit der gesunden Ernährung und dem Abnehmen. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu der Top 3. Jetzt kommen wir zu den drei meistgenannten Punkten. Und auf Platz 3, was haben wir da? Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, sehr interessant. 64% der Deutschen wollen sich umwelt- und klimafreundlicher verhalten. Ja, ihr habt richtig gehört. Über 2/3 der Deutschen möchten ihr Verhalten so ändern, dass es der Umwelt und dem Klima besser geht. Das finde ich ist ein toller Neujahrsvorsatz, weil das nicht so ein typischer egoistischer Vorsatz ist, sondern ein Vorsatz, der allen hilft. Und gerade in der heutigen Zeit, in der Klimakrise, ist es ein sehr, sehr wichtiger Vorsatz. Auf Platz 2 finden wir dann mehr Zeit für die Familie und für Freunde. 64% sagen das. Ja, auch interessant. Das passt irgendwie zusammen mit dem Punkt mehr Zeit für mich selbst und reflektiert vielleicht ein bisschen die Gesellschaft in Deutschland ganz gut. Also scheinbar haben viele Leute viel Stress, zu wenig Zeit für sich, für ihre Familie und Freunde und wollen das ändern. Aber jetzt kommen wir zum meistgenannten Punkt. Nummer 1 in der Statistik ist, was denkt ihr? Stress vermeiden oder abbauen. 67%. Das ist ganz schön viel, oder? 67% der Deutschen denken also, dass sie zu viel Stress haben und sie wollen das ändern. Sie wollen Stress vermeiden oder sie wollen, dass der Stress weniger wird. Sie wollen den Stress abbauen. 67%. Also, das sind die Neujahrsvorsätze der Deutschen. Wichtig bei diesen Neujahrsvorsätzen ist es natürlich, dass man sie auch in die Praxis umsetzt. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt. Es ist einfach, sich Neujahrsvorsätze zu überlegen, die vielleicht aufzuschreiben. Aber es ist sehr schwer, dass diese Neujahrsvorsätze wirklich Realität werden. Und zwar dauerhaft, nicht nur eine Woche oder zwei Wochen, sondern dass man das wirklich dauerhaft ändert. Und es gibt einige Tipps, wie man das wirklich realisieren kann. Und zwar muss man seine Neujahrsvorsätze am besten in die Alltagsroutine einbauen. Diese Neujahrsvorsätze müssen ein Teil der Alltagsroutine werden. Zum Beispiel, wenn man mehr Sport treiben möchte, dann sollte man das immer am gleichen Tag machen, zur gleichen Uhrzeit. Am besten, man schreibt das auch in den Kalender. Außerdem ist es wichtig, bei den Vorsätzen nicht zu viel zu wollen, nicht zu große Schritte machen zu wollen. Es ist besser, kleine Schritte zu machen. Und mit vielen kleinen Schritten kommt man auch an das Ziel. Wenn man zu viel will in zu kurzer Zeit, dann scheitert man auch. Ja, wie geht es euch? Habt ihr Neujahrsvorsätze? Wie sehen eure Neujahrsvorsätze aus? Schreibt es gerne in die Kommentare auf www.14minuten.de oder auf der Facebook-Seite. Ich wünsche euch ein wunderbares Jahr 2023, viel Glück und Gesundheit. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich unterstützen auf Patreon. Es gibt viele Extras für Unterstützer und natürlich viel gutes Karma. Also, vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.